Freunde, ich habe jetzt schon öfter diese etwas seltsam anmutenden Aktivierungsübungen bei unseren Profis gesehen und mich gefragt, was genau passiert da eigentlich? Und unser Athletiktrainer Axel sowie unser Captain Silvan Widmer haben sich bereit erklärt, mir das mal genauer zu zeigen. Also grundsätzlich aktivieren wir Gleichgewicht und reflexive Stabilität im Körper. Das ist wie Aufwärmen, was die Spieler vorher machen, dass sie die Muskeln aufwärmen, aber wir versuchen jetzt, das Gehirn bzw. Augen, Gleichgewichtssinn und alles Mögliche aufzuwärmen. Okay. Okay. Fangen wir jetzt nochmal an, Kopf nach rechts und aus. Okay, mit Silvan haben wir schon ganz viel Tests gemacht und da wissen wir, die Übungen funktionieren. Die aktivieren sein reflexives Gleichgewichtssystem. Ach, das ist bei jedem quasi anders? Das ist bei jedem anders. Das ist mal die rechte Seite, mal die linke Seite. Bei ihm ist die rechte Seite nicht so aktiv wie die linke. Kann verschiedene Ursachen haben und deshalb macht er das vor jedem Training eigentlich. Schritte nach rechts und nach links. Also erstmal nach rechts. Und dann werden die Augen und das Gleichsystem, die arbeiten immer zusammen. Und hier ist jetzt eine Bewegung, wo einfach die Augen fixiert sind. Er dreht sich in eine Richtung, das ist die schwächere Seite. Auf der linken Seite macht das auch nachher. Da ist es einfach aktivieren. Also er muss einfach den Stab quasi fixieren die ganze Zeit? Ja, auf dem Stab. Ein Buchstaben. Gut, jetzt bist du dran. Okay. Gib mir die Kamera. Ich filme das. Willst du mich? Okay. Ja. Ich gehe gleich an deine Hüfte und will dich wegschieben und du lässt es nicht zu. Okay. Ja? Boah, du drückst so fest. Ja, ich drück mal hier noch fester. Das Ziel ist, dass ich nachher drücken kann, wie ich will. Und du bist noch ein Fester. Jetzt aktiviere ich nur deine Nackenmuskeln. Mhm. Ja, merke ich. Die müssen den Kopf stabilisieren. Wenn der Kopf stabil ist, sind die Augen stabil. Mhm. Ein bisschen was. Oder? Ja. Gut so, Jasmina. Ha? Gut so, Jasmina. Reicht aber. Okay, komm mal hier rüber. Gib dir mal irgendwas in deiner Augenhöhe aus. Könnte ja hier sein. Ja, so das ja? D. Fixiere mal das D. Mhm. Leg mal den Kopf zur rechten Seite und neig den so mal. Und dann aus den Füßen. Gehst immer auf. Der eine, ein Gleichgewichtssystem, das die Beschleunigung auf und ab misst. Ah, okay. Das wird jetzt aktiviert, wird aufgewärmt. In der Hoffnung, dass ein anderes System für die Horizontale, also in einer Ebene, mit aktiviert wird. Ah, okay. Gut, stell dich wieder hin. Okay, okay. Gut. Krass. Unterschied? Ja, voll. Okay. Ist das jetzt echt nur deshalb, oder wie? Vielleicht. Wahrscheinlich. Nochmal, die Seite. Oder drückst du weniger fest? Das merkst du doch, oder? Ob du stabil bist oder nicht? Ich fühle mich stabiler. Nach dem, was die horizontale Beschleunigung vorwärts, rückwärts misst. Okay. Das versuchen wir zu aktivieren. Nimmst du wieder dein D, gehst in die Schrittstellung, linken Fuß vor und geh immer so hier grenzdebil vor zurück. Ja. Bisschen schneller. Das Prinzip von mir ist immer Test, Drehtest. Ich gebe dir einen Drill. Guck, ob es besser ist oder schlecht. Es kann sein, dass es schlecht ist. Okay. Ready? Ja. Soweit? Jetzt kann ich hier machen, was ich will. Oder? Ja. Die andere Seite. Die Seite ist noch nicht ganz so. Nee. Und einfach nochmal Kopf nach links. Und nochmal auf. Jetzt bist du drauf. Ja. Ja, und jetzt ist beim Kamerahalten auch alles. Jetzt musst du nicht willkürlich anspannen, sondern du bist schon stabil. Ja. Ja? Also sollte ich es am besten vor der Arbeit eigentlich auch immer. Dann komme ich auch hierher. Ja, mehrmals am Tag sogar. Ja? 3-4 Mal, immer wenn du irgendwo was siehst, stellst du dich so hin. Okay. Und grenzstabil. Don Axel at Danke. Work. Silvan. Danke euch beiden, dass ihr mir das gezeigt habt. Kein Problem. Cool. Jetzt machen, ja? Bouncen. Ja, mache ich.